Die kommt daher, glaube ich, dass in der Schule mit humanistischem Gymnasium eine Grundlage gelegt worden ist, die es in sich hat, nämlich eine sehr langwierige Form von Auswirkung. 9 Jahre lang Kultur, Musik, Kunst mit Latein als erster Fremdsprache, das prägt schon, glaube ich, sehr. Und mit einem Vater, der aus der Vergangenheit auch tschechische Wurzeln hat und Englisch und Französisch dann als zweite und dritte Fremdsprache. Das ist schon ein Blick über den Tellerrand, der hängen geblieben ist bei mir damals. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Wurzeln, die dazu beitragen, dass mich mehr als nur der eigene Bauchnabel interessiert hat. Das ist ganz witzig. Hinter dem Haus in meiner Schwabacher Wohnsiedlung, wo ich groß geworden bin, gab es einen Fußballplatz. Dort waren auch amerikanische Kinder von Soldatenfamilien und spielten ihre amerikanischen Spiele. Und wir haben sehr viel, sehr früh und sehr intensiv miteinander als Kinder einfach schlicht Umgang gehabt. Und dieser Umgang führte dazu, dass ein Freund von mir mich mal zu seinem Vater mitschleppte, der beim amerikanischen Soldatensender FN in Nürnberg eine Radiosendung moderiert hat. Und der moderierte Country Music. Das war völlig fremd. Das war völlig ganz anderer Ton, ganz anderer Klang, ganz andere Kultur. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und dieses hat mich bis heute eigentlich festgehalten und fasziniert. Und ich habe sogar meine eigene Country-Sendung mal im Radio gemacht. Somit einer der Gründe, warum ich beim Hörfunk irgendwann auch angefangen habe und meinen Weg als Redaktionssoldat bei der Bundeswehr gegangen bin. Ich finde Menschen faszinierend. Sie sind komplex. Je nachdem, wo sie herkommen, was sie umtreibt, wahnsinnig interessant, um herauszufinden, was sie antreibt. Ich kann mich stundenlang in Cafés setzen und das Leben an mir vorbeiziehen lassen. Das ist der schönste Film. Ich kann mich erinnern, ich war mal in Marokko, in Marrakesch auf dem großen Marktplatz, habe da ein großes Teleobjektiv auf dem Fotoapparat drauf gehabt und habe einfach Fotosafari gemacht. Stundenlang, geht wunderbar. Und was ich herausgefunden habe, war, Menschen sind viel ähnlicher, egal Hautfarbe, egal Religion, egal wo sie herkommen, als das manche politischen Rattenfänger gerne haben mögen. Es ist tatsächlich so, dass Menschen viel mehr vereint, als es sie trennt, wenn man denn das, was sie vereint, betonen möchte und nicht das, was trennt. Und deswegen finde ich Menschen faszinierend, weil sie sind individuell komplex und einfach eine riesige Herausforderung, wenn man sie verstehen möchte. Leidenschaft und Engagement, ja, ist, glaube ich, eine der Dinge, die ich persönlich nicht wegdenken könnte aus meinem Leben. Also ob das Tennisspielen ist, ob das Lesen ist, ob das andere Dinge sind. Ja, mit Leidenschaft und Engagement möchte ich meine Zeit nutzen, weil ich glaube, alles, was nicht engagiert und leidenschaftlich ist, ist vertane Zeit. Gibt Rahmenbedingungen, die man ändern muss. Es gibt verletzungsbedingte Pausen beim Tennisspielen, bei denen dann das Tennisspielen mal eine ganze Zeit lang eben ruhen muss, ja. Aber das ändert nichts an der Begeisterung und an der Leidenschaft, weil das ist für mich immer der Grund, warum man sich von Mittelmaß und von anderen Dingen abhebt, nämlich mit der Leidenschaft und mit dem Engagement für etwas. Mangelnde Begeisterung an Baumärkten kann man mir wirklich nachsagen. Dafür kriegt man mich ganz schwer aus Elektromärkten wieder raus. Da diskutiere ich dann gerne, lange und intensiv und im Detail mit den Fachverkäufern. Und nach 2 Stunden kann man mich dann auch schon mal wirklich mit Gewalt aus diesen Umklammerungen wieder reißen. Aber Baumärkte reinkriegen, ganz schwer. Und das liegt wahrscheinlich ein bisschen an der nicht so ausgeprägten handwerklichen Grundausstattung. Bin zwar willig, man kann mich auch anleiten, man kann mit viel Geduld auch bei mir einiges bewegen, aber zur wahren Meisterschaft wird das in meinem Leben, glaube ich, nicht mehr führen. Ja, wenn man mich auf den Berg irgendwie mit dem Helikopter hochfährt, dann ja, dann kann ich auch nichts denken. Aber da hochkraxeln möchte ich nicht. Ich würde Sorge haben, dass ich mit heilen Knochen da oben ankomme und wenn ich oben angekommen bin, auch wieder heil runterkomme. Eigentlich brauche ich wenig für aktives Chillen. Ich brauche einfach nur einen guten Thriller. Das kann ein Techno-Thriller sein, das kann ein Spionage-Thriller sein.
Und da ziehe ich dann am Tag, wenn es denn die Situation zulässt, auch schon mal 200, 300 Seiten durch. Und dafür brauche ich nicht mehr als entweder eine schöne, gute Badewanne, ein schönes alkoholfreies Weizenbier und einen halbwegs warmen Anlass mit flach zu legen. Mehr braucht es dafür nicht. Dann kann ich aktiv nichts tun. Und dann bin ich auch nach einer Woche aktiv nichts tun, tiefenentspannt. Es gibt einen Leitsatz, der kommt von Nelson Mandela, der heißt, ich bin kein Optimist, aber ich glaube an die Hoffnung. Der verbindet für mich nicht bedingungsloses Gutmenschentum und Sozialromantik hoch drei, sondern schon einen gewissen Blick auf die Realität. Aber er verbindet gleichzeitig den Optimismus, den ich habe, an die Lernfähigkeit des Menschen und an die positiven Interessen und Motive und Antriebe, dass der Mensch selbst sich weiterentwickeln möchte und nicht unbedingt bei der dritten Wiedergeburt als Regenwurm wieder zurückkommen möchte.